Ah, hier haben wir noch ein Zelt gefunden, das ganz schön weit abseits ist. Mal gucken, was da drin ist. Bestimmt keine Händler so weit außerhalb. Ah, Schlafquartiere. Oder sind das Shishas? Hallo, mein Freund. Schwarzer Lotus. Ah, erweitere deinen Verstand. Solltet ihr bei Gelegenheit mal versuchen. Ja, okay. Wenn hier welcher rumliegt, nehme ich ihn gerne zu verkaufen mit, aber. Nee. Na gut, wieder raus, hier kann man nichts machen. Na gut, wie ihr eben mitbekommen habt, die ganze Karte aufgedeckt und nichts mehr wirklich Interessantes gefunden. Also sollten wir uns jetzt dran machen, weiter nach dem Brage zu suchen und die gesamte Umgebung hier abzuchecken. So, das heißt, wir gehen als nächstes. Im Süden waren wir schon, im Norden waren wir auch schon, beim Jahrmarkt jetzt auch. Gucken wir mal in das Gebiet da und gehen dann von da aus nach Norden, um zu gucken, ob hier noch irgendwas ist. Feinde haben ihnen Oh euer oh. Herz. Sie müssen sich verteidigen. Okay, du nach hinten, du nach hinten, der Rest stürmt los. Zaubert sie keine ordentlichen mehr. Na gut, schauen wir mal, wie es weiterläuft. Ihr beiden dürft ruhig angreifen. Und ihr dürft auch ruhig alle auf denselben gehen, damit er schneller stirbt. So. Oh, es läuft doch. Ach, Kaleb. Na, wir sollten gleich, wenn wir ankommen, erstmal rasten. Weil unsere Heilzauber sind auch gleich wieder alle. Mit Angriffszaubern ganz zu schweigen. So. Und plündern. Natürlich sind wir eine Abenteurergruppe, ne? Da geht's um Loot, Loot, Loot. So. Und weiter. So, ja, hier haben wir noch schön viel zu erforschen. Aber erstmal schlafen. Speichern wir mal kurz ab. Nicht, dass wir den halben Jahrmarkt jetzt wieder verpassen, wenn wir sterben sollten. Und dann lege ich mal los mit dem Aufdecken. Die nicht angreifen. Halt, ihr habt unser Gebiet betreten. Wir werden euch so lange festhalten, bis ihr euren Tribut gezollt habt. Wir fordern 50 Goldmünzen als Tribut. Warum sollten wir euch nicht einfach alle umbringen, ihr haariger Haufen Hyänendung? Nee, das sagt so ein distinguierter Paladin nicht unbedingt, aber. Wir haben kein Geld. Bedauere? Kein Geld? Das sieht aber nicht sehr gut für euch aus. Wir lassen euch nur gehen, wenn ihr im Kampf besteht. Euer bester Mann gegen unseren besten Mann. Oh, los, jetzt oder nie. Unser bester Mann ist Lutruk. Lutruk bin ich. Seid ihr bereit zum Kämpfen? Egal, wir kämpfen jetzt. Na gut. Dann halten wir das auch mal fair und machen das nur mit ihm. Okay. Er kämpft, wir dürfen nicht kämpfen, oder wie? Keiner trifft. Nein, nein, nein. Ihr haltet euch schön zurück. Genau, geh rüber und schafft es schon alleine, der trifft eh nicht.
Also, der andere. Keruban hat schon einmal getroffen. Epische Kämpfe. Wow. Wer wird als nächster nicht treffen? Oh weia. Ja, in diesem Low-Level-Bereich ist das echt noch ein bisschen träge. Und die anderen hauen ab. Oh, 150 Gold. Haben oder nicht haben. Ne, die Hellebarden sind nichts wert. Na gut, dann schaue ich mich mal weiter um. Oh, na nun. Der Wasserfall sieht da ein bisschen komisch aus. Und da liegt eine tote Katze im Wasserfall. Ja. Die arme Katze scheint sich nah an die toten Wasserfälle, wo ihr sie gefunden habt, herangewagt zu haben. Ja, tot. Aber die wird wohl jemandem gehören. Na gut, tragen wir die tote, nasse Katze mal eine Weile mit uns rum. Es ist kein bisschen komisch oder so. Ja. Gucken wir mal hoch. Denn wenn hier unten an den Wasserfällen gestorben ist, muss ich hier auch in der Nähe eigentlich irgendwo leben. Außer sie ist aus einer Stadt ganz hierher gelaufen, aber das glaube ich irgendwie nicht. Sieht aber echt schick aus. Könnte glatt entgegenführen. Oh, da ist ein kleines Mädchen. Och nö. Jetzt soll ich einem kleinen Mädchen sagen, dass ihre Katze tot ist? Ein Wiederbelebungszauber wäre jetzt nicht schlecht. Wenn das denn überhaupt geht. Aber na gut, sprechen wir das Mädchen mal an. Schlucks, Pixie, meine Katze, sie ist hier. Sie hat hier am Wasserfall gespielt und ist ausgerutscht. Schnief, ich hoffe, ihr ist nichts passiert. Oh, weia. Können wir irgendwo eine neue Katze besorgen? Nee. Na gut, damit wird sie klarkommen müssen. Ist schon gut, das hat sie schon mal gemacht. Papa kann sie einfach wieder aufwecken. okay. Ihr könnt diese Schriftrolle haben. Mein Papa hat sie mir gegeben. Aber ich kann sie sowieso nicht lesen. Gorion wäre auf eure Taten stolz. Der Ruf hat sich verbessert, dafür, dass wir eine nasse Katze den Berg hochgetragen haben. Aber gut. Und eine Schriftrolle, die wir nicht lesen können. Genau, wie das kleine Mädchen. Kann Düner hier sie vielleicht lesen? Nö, auch nicht. Na gut, aber wenn der Papa einfach so die Katze wieder aufwecken kann, dann schauen wir doch mal, was er für einer ist. Wer hätte was für uns zu tun? Oder verkauft irgendwas Nettes? Noch irgendwelche toten Katzen im Wasserfall? Nee, kein. Geht's da hoch? Oder geht's da? Ja, hier geht's wohl lang. Wo ist dein Papa, kleines Mädchen? Scheint hier nicht weiterzugehen. Das da hinten rum. Nee, ne? Gucken, was das Pathfinding sagt von den Jungs hier. Ne, die gehen auch nur runter. Ja, schade. Den Vater hätte ich gerne mal kennengelernt.
Wir sind jetzt 3 Etagen tiefer als da oben. Und der Wasserfall beginnt hier. Unten. Hm. Das ist wie ein Bild von MC Escher. Vielleicht ist hier der Papa irgendwo? Nö. Nix. Na gut, dann decke ich meinen Rest der Karte auf. Hoffentlich ohne weitere tote Tiere.